Okay. Ich denke, ich bin soweit. Es ist Release-Tag und ich werde jetzt deployen. Let's go. Ich glaube, ich habe alles. Ja, für den ersten Versuch ist okay. Das ist mein erster Auftrag. Go away. Hey, don't shoot. Beste. Hallo? Okay. Okay, was ist mein Auftrag? Wo kann man nochmal gucken? Wo war das nochmal? Ah ja. Hunt a Strider. Mach ich doch glatt. Deliver Nickel. Deliver Compound Sheets. Das krieg ich hin. Das könnte ich schaffen. Mitgenommen. Hol mal das, das Schiff zur Ablenkung. Ah. Ich dachte schon, die sind irgendwo Steps zu hören. Yo, die Dinger sollen ablassen. Mist. Nein, nein, nein. Things didn't go your way, huh? Your suit will protect you and your safe pockets. Das war erst die erste Runde, ne? Get some new gear and try again. Oh, ich brauche, glaube ich, noch gar nichts kaufen. Ups. Ich glaube, ich mache weiter in Low-Runden. Erstmal. Ich meine, ich könnte eine Shotgun mitnehmen. Ja, vielleicht check ich das einmal aus. Und Healing.
Okay, an der Mission hat sich nichts verändert. Nope. No. Gott, no. Jetzt werde ich überschwemmt. Weg. Bin fort. Die Bordüberschwemmung. Doch ich sage nein. Wie immer. Wir gehen alles ab. Wait. Moment. Crouchen war C, ne? C, ja. Also wir erst dran gewöhnen. Kann man auch sliden? Ah. Wir schießen und so, das fühlt sich alles ein bisschen anders an als sonst, das letzte Mal gespielt habe. Alles erstmal mitnehmen. Okay, wir haben jetzt hier eine Mission erledigt, richtig? Genau, Strider gehandelt, Nickel und Compound Sheets. Ey, warum rennt das Ding weg? Okay, ich glaube, die haben die Viecher einfacher gemacht. Die sind nicht mehr so super aggressiv. Scheinbar. Okay. Meine Ausgänge. Ach, direkt nebenan. Ja, das ist ja nicht schlecht. Da können wir eigentlich die erste Mission schnell absolvieren. Compound Sheets und Nickel und dann schnell wieder unten raus. Ich glaube, jetzt erstmal zum nächsten. Deine Compound Sheets hier. Okay. Und jetzt Nickel. Oh, hier gibt's Ei. Perfekt. Das brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber für später. Ich glaube, ich verschwinde. Nickel können wir immer noch ein anderes Mal einfach so easy holen.
Rip. Nein, nicht runterfallen. Komm nicht mehr hoch, richtig? Mist. Wow, ich glaube, der hat eine richtig... Was war das, die Flechette oder so? Ah, die Manticore. Damn. Er hat direkt schon... Stark. Die fetten Waffen. Habe ich auch eine Manticore? Not every run ends the way you want it to. But it looks like you still got things done. Ah, ja, okay. Head to the right faction and claim your reward. Ja, tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, ob ich überhaupt noch was einsetzen soll für die ersten Runden. Außer Rucksack. Vielleicht Pistol. So. Mein andererseits kostet das viel. Ja, das kann ich mir eigentlich die ersten Mal... Ich kann mir das schon erlauben. With the Faction HQ and complete the mission zu Hans Strider. Ja. Lass mich erst das andere holen. Jo, Shani, moinsen. Was geht ab? Hattest du schöne Pfingsttage, jo. Schönes langes Pfingstwochenende. Aber es ist schon vorbei. Jo, Thyrios, moinsen. War wieder viel zu schnell umwerfen, die auch. Aber mir stehen jetzt bald die großen Ferien an. Also ich habe jetzt bald sowieso frei. Schon wieder hier mein Evakuierungspunkt. Ich bin das. Ja, heute ist Cycle released. Und ich teste das. Guck mal, was so abgeht. Jeden Tag nur die Streams suchen. Ja, ich werde auf jeden Fall jeden Tag online kommen. Also gut wie jeden Tag. Und dann werden wir auch mal ein paar andere Games zocken. Also ein bisschen durchmixen.
Ich war jetzt schon zweimal. Ich bin immer hier in der gleichen Ecke gelandet. Und bin dann immer direkt gestorben. Hier war schon wer dran. Ja, Compound, also wie eben eigentlich. Compound Cheese. Ah, ich habe eben das schöne Ei verloren. Vielleicht liegt das hier wieder. Scheinbar diesmal nicht. Diesmal scheinbar nicht. Oh, ich bin erschrocken. Schon wieder eine Manticore, Bro. Ein Viecher. Das ist ja genauso wie die Hand. Bleib weg. Du bist ja schon wieder da. Finde ich aber gut, dass die jetzt auch so hindernislos laufen können. Und sie sind trotzdem nicht so super aggressiv. Also der schießt jetzt nicht so wie in der Beta. In der Beta hat er ja die ganze Zeit dich zugesprüht. Schießt jetzt nicht mehr so häufig. Toll. Okay, ich will den eigentlich gar nicht fighten. Ich will eigentlich nur sammeln. Ich meine, das ist meine erste Mission. Ich brauche Compound Cheats, habe ich jetzt wieder. Mhm. Und ich will eigentlich keine Leute begegnen. Ich möchte halt auch was mit rausnehmen, ne? Also in diesem Spiel kommt es eigentlich eher nicht darauf an, ganz viele Kills zu machen, sondern halt Sachen zu sammeln. Ich meine, du kannst natürlich auch die Strategie fahren, jemanden zu töten und denen die Sache abzunehmen. Aber die haben alle bessere Waffen als ich. Ich meine, es ist so Release Day und alle rennen in einem Manticore rum. Graben. Hey, vielen Dank für viele Monate. Vielen, vielen Dank. Was klappt? Danke für den Support. Oh. Stimmt, wir haben ja noch so Safe Pockets. Wir können ja garantiert was mit rausnehmen. Wir haben natürlich die CPU mit nach draußen. Ah. Habe ich eben gar nicht genutzt. Ich habe eben schon zweimal verkackt. Wurde ich weggeschossen. Aber zu meiner Verteidigung, die anderen hatten auch echt starke Waffen. Und ich hatte nur eine Pistole oder so. Und die haben mir halt auch aufgelauert. Aber egal, ich bin gestorben und hatte halt nichts mit rausgenommen. Da war ich ein bisschen traurig. Jetzt haben wir zumindest einen Trostpreis. Kit. Noch eins. Noch eins.
Ja, viel guten Stuff haben wir jetzt nicht. Aber andererseits denke ich so, umso länger wir jetzt drin bleiben, umso eher können wir wieder alles verlieren. Ne? Psst. Wenn ich jetzt die ganze Zeit rumstreune, dann steht da gleich irgendwo wieder einer parat und fischt uns. Oh, ich hätte die Tür schließen sollen. Die war auch schon wer. Jetzt zwar nicht alles gelootet, aber der ist ja einmal durchgerannt. Die Schranktür stand offen. Die ist auch offen. Hier oben muss ich raus. Hier, ne? Also wieder zurück oder was? Man kann tatsächlich jetzt auch mehr tragen. Also man konnte in der Beta auf keinen Fall 3 Medkits tragen. Da war der Rucksack komplett voll. Kommt bestimmt jetzt gleich einer vorbei. 100 pro werde ich gleich überrascht. Was ist das? Rostige Pistole. Nee. Nee, 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 nee. Da wird den abgeholt. Gerade hat mich da einer überrascht beim Nachhausegehen. Ich habe auch immer die gleiche Konstellation gehabt. Also jetzt 3-mal hintereinander gleicher Spawnpunkt plus gleiche Exits. Na, mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe jetzt nur eine Mission gemacht, ne? Ne, 2. Okay. Scheint ja diesmal cool zu sein. Oh, das ist neu. Die Sitzbank.
Not every run ends the way you want it to, but it looks like you still got things done. Head to the right faction and claim your reward. Ah, good to see you, Prospector. Careful, last Prospector failed that one. The accent is the best. Achso, da brauche ich ein höheres Level für. Ich krieg irgendwie Medium-Rucksack. Als Final Reward. Also ich muss jetzt fünfmal was erledigen. Und dann krieg ich einen Rucksack. Remember, the ICA is always here for you. Okay. Ah, you're back. Yes, you should be able to handle that. Okay. Very well. Hier genauso. Go to the faction market, okay? Moment. Hier hin. Was soll ich da kaufen? Sell Items. Ah. Die Dinger, ne? Aber das gibt ja nur Kay. Alright, good job handling that. Come back to the bar. There's a few more things you should learn. Dann verkaufe ich nichts. Jo, moin, sind viele Zora. Was geht ab? Oh. Here's a few materials and some K-marks for a job well done. Now put them to use over at the public gear printer. You can get more advanced gear there. It'll make your life as a prospector a whole lot easier. Trust me. Well, okay, nice. Later. Jetzt müssen wir unseren ersten Craft machen. Mutis fühlen wieder ab. Yep. Wir testen gerade Cycle. Es ist heute Release. Why don't you go ahead and make yourself a new bag? Den sollen wir machen. Können wir auch den machen? Natürlich nicht. Gibt's noch mehr? Was ist das? Laser Drill Beacon? Oil Pump Beacon? Orbital Cannon Beacon? Ja. Hey, crazy stuff, das gab's vorher noch nicht. Den Comrade gab's auch noch nicht. Zeus Beam Wohl und Karma 1 auch. Ich glaube, die Karma 1 haben die auch noch ein bisschen umdesignt. So sieht das aus. Coole Waffen. Okay, Prospect Station provides its namesake heroes with their own private quarters. I called in a favor and got you a place. Das braucht 15 Minuten. Währenddessen können wir noch mal einmal sterben. Just keep the factions happy and stay out of trouble. Well, enough chit chat. Go check out your new home. Ich muss erst noch ein paar Sachen erledigen. Ich muss aber sagen, das Game läuft. It takes effort, but it's worth it. Also irgendwie, mir kommt es so vor, als würde es in der Beta ein Ticken besser gelaufen haben, tatsächlich. Let's start with unlocking your supply crate generator. If you help upgrade the station helps you back. Supply crates will get you ammo, stems, guns, whatever a prospector might need. Mach ich. Okay. Okay, mehr können wir nicht tun. Hier. Auch keine Materialien. Workbench. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall unseren Stash-Size irgendwann möglichst bald erweitern. Also Hardened Metals und Korolev-Skript. Man will immer ein großes Stash haben, damit man viele Sachen looten kann und beiseite packen kann, richtig? Das ist das, was wir wollen. Looten.
Looten und Level, Looten und Level. Supply crates, as well as any salvage and insurance packages. Upgrade your generators and you'll even get some Aurum and K-Marks. Bit of a reward for keeping this place running. That's about all I can do for you, kid. Looten und Level, Looten und Level. Now, go make a name for yourself. Es wird gelootet. Das ist ja das Gute, ne? Wenn man nicht stirbt, dann hat man die ganzen Sachen noch übrig. Ich pack das mal weg als Reserve. Wir gehen wieder so rein. Ja. Ich meine, theoretisch, wir könnten auch nur mit Assault Rifle reingehen und dann den Bums rauslassen für schlechte Zeiten. Und dann nochmal mit Muni aufstocken, so. Ich meine, wenn das Magazin leer ist, dann wünscht man sich dann gerne noch eine Zweitwaffe zum Wechseln, aber... Ja, mal gucken, was geht. Lass mal erstmal so rein. Ne, und ich muss einmal gucken... Wichtig ist auch immer, dass die ganzen Missions aktiviert sind. Habe ich jetzt hier? Ja, genau. Hm? Waterweed, Filaments, das kriegen wir im Sumpf. Spinal Bases, da muss man die kleinen roten Dinger töten. Und Hardened Metals, die liegen einfach so rum. Und Nickel. Perfekt. Das wollte ich nicht so. Start. Let's go. Der Pot ist gedroppt. Der Pot ist gelandet. Moment, bin ich jetzt schon wieder hier angefangen? Ja, du schon wieder die Ecke hier unten. Wir haben auch direkt hier einen Ausgang. Ich glaube, da droppt gerade einer. Oh, wir können den angreifen. Und wir machen das einfach. Oh Gott. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Irgendwas sind Viecher. Langpfeifen. No. Das hat mir fast mein Leben gekostet, jetzt die Gier, ne? Die Gier nach einem Fight. Wenn er jetzt noch anderer gewesen wäre, der hätte mich halt so super leicht abstauben können auch, ne? Das war es überhaupt nicht wert. Ich wusste auch nicht, dass die jetzt so aggressiv an mich rankommen und mich fast killen. Brauche ich übrigens. Ah. Es kann sein, dass hier was rumspukt. Hm. Okay, die Mission haben wir schon mal erledigt. Spinal Base ist gesammelt. Runter. Also hier kommt jetzt ein... Komm, wir locken den. Ich kann den Schiff rufen. Wir locken den, dann kommt er hier hin. Wird dann natürlich fette Beute. Dann kommt die von oben. Richtig? Natürlich massiv jetzt mit Risiko verbunden, hier oben rumzuschleichen, aber...
Vielleicht kommt der ja so genauso wie ich angerannt, hoffentlich. Ich baue quasi auf seine Dummheit. Ich hoffe, er ist ein bisschen Mama Mutti. Ich hoffe, da kommt jetzt ein anderer Mama Mutti angerannt, den wir dann fischen können. Also unsere Finte. Ja, da ist er. Komm zu Mama. Es ist genauso passiert, wie ich dachte. Dio! Nein, er nimmt mein Schiff! Was für ein Schlitzohr. Alles richtig gemacht. Ruf das Schiff nochmal. Er hat alles richtig gemacht. Fuck. Ist einfach in das Schiff reingelaufen. Stell dir mal vor, du bist ein richtig krasser Spieler, ne? Und du hast die Sniper-Rifle, die ich eben gezeigt habe, die Karma 1. Ne, die für 1 Million so. Und du bist ja quasi so, du hast die stärkste Waffe überhaupt, die jeden mit einem Schuss tötet. Und du holst dann hier die ganze Zeit das Schiff als Bait, als Köder. Stellst dich dann hier oben mit der Karma 1 hin und fischst dann die ganzen Noobs. Voll easy, dude. Okay, was müssen wir als nächstes holen? Hard Metals. Oder Filaments. Ja. Ich hole das nochmal. Ich lenke das ja ab. Also wir müssen jetzt in den Sumpf und da diese Wasserfilamente holen. Also diese Blümchen, geht das hier drauf? Ups. Warte, vielleicht können wir was in den Safe Pocket tun, damit wir zumindest Trostpreis haben. Nein. Uah. Ja gut, besser nix. Toller Trostpreis. Okay, die Waterfilaments und Nickel, ja, vielleicht können wir das beiläufig abstauben. Irgendwie noch. Nope. Mist, irgendwie wäre cool, wenn es noch so ein Fernglas gäbe oder so. Es gibt, glaube ich, Taschenlampe, die du dir an deine Assault Rifle noch bauen kannst. Ich glaube, sowas wie ein Fernglas, da müsste man eine Sniper Rifle kaufen. Wäre echt cool, wenn es ein Fernglas gäbe, richtig? Also ohne Sniper-Rifle.
Okay. Wir stehen kurz vor dem Sumpf. Das ist ein Schiff. Landet das hier? Ich glaube, das fliegt zum Sumpf. Ich glaube, hier ist safe. Schon wieder dran. Ist das eigentlich so gewollt oder warum ist hier, also hier in dieser Ecke, immer neblig? Ich fände es eigentlich cool, wenn dieses Low Danger und High Danger, was immer so die Monsterdichte angibt im Endeffekt, wenn das auch noch so Spieler mit einbeziehen würde. Also wenn jetzt zum Beispiel im Sumpf ist eigentlich immer Low Danger, weil es wenig Monster gibt. Also es ist nicht so gefährlich, der Sumpf. Aber wäre cooler, wenn das so dynamisch wäre. Und wenn viele Spieler zum Beispiel gerade im Sumpf sind, dass dann steht High Danger oder so. Ey, das brauche ich. Was ist das? Gibt es alles? Okay. Wait. Geld. Also langsam, ja, mein Rucksack ist auch ziemlich voll. Obwohl die Special Ammo brauche ich überhaupt gar nicht. Eigentlich könnten wir auch auschecken. Die Muni könnte ich zur Not auch noch droppen, aber wir könnten eigentlich auch einheizen. Na, ich kann die wirklich jetzt droppen. Geld ist immer gut.
Haben wir mit zwei Assault Rifles auch gefunden. Es ist kein krasses Loot, aber... Ich habe geöffnet. Warte, ich nehme mal diese Filamente hier. Und dann wieder komplett zurück zum Science Campus. Was ist das? Ein von diesen Waterfilaments wäre eigentlich cool. Dann hätten wir die Mission komplett und dann heizen wir auch. Sind denn die Blümchen? Hier sind auch noch so Pfützen. Ja, hier sind die auch mal hier. Komm, wir nehmen noch mal einen extra mit. Zack. Eigentlich müssen wir uns hier schon unterstellen, weil wir haben jetzt gleich keine Gebäude mehr, wenn wir Richtung Science Campus rennen. Au. Mist, ich habe so viel guten Stuff. Ja, wir müssen hier bleiben. Ich frage mich, ob die jetzt die Gewitterzeit verlängert haben oder verkürzt haben. Mal gucken, wie lange das Gewitter jetzt dauert. Ich könnte theoretisch mal die Zeit auch stoppen. Down. Stoppuhr, richtig. Ich bin einmal neugierig. Wir haben mal ein bisschen lang, das dauert. Ich glaube, jemand hatte mal gesagt, 5 Minuten insgesamt. Mir ist das immer so ein bisschen lang vorgekommen. Du kannst auch eigentlich im Gewitter auch wo rumrennen. Nur halt, wenn dich die Blitze treffen, dann bist du auch sehr schnell tot. Ist ja dann so Zufall. Ich denke so 5 Minuten, richtig? Thank you.
Tschüss. Ja, ich finde 3 Minuten reicht. 3 Minuten ist eine gute Zeit. Ich glaube, es ist ein 5. Jetzt fragt sich halt nur, wie gut hört man noch Steps, wenn einer angerannt kommt. Ah ja, das war's. Feedback is now available. Der Sturm löst sich auf. Es sind 3 Minuten 35. Wir haben ein bisschen später es sind 5 Minuten. Oder 4 Minuten eher. Habe ich eine ganze Minute später das Ding angemacht? Kann sein. Let's go. So, nach dem Gewittersturm ist es immer so, dass Monster resettet werden. Loot wird auch resettet. Nicht überall gleichmäßig, aber kann sein. Mist. Ich bin erschrocken wegen der Spiegelung der Waffe. Und es könnte sein, dass jetzt neue Pots auch runterkommen. Also neue Spieler. Schnell weg. Moment, es gibt kein... Doch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Spiel fühlt sich extrem anders an wie die erste und zweite Beta. Vielen Dank für 27 Monate. Das ist eine verdammt lange Zeit. Dankeschön. Willkommen, willkommen. Wir testen gerade The Cycle. Es ist heute released worden. Free-to-play-Game. So ein bisschen wie Escape from Tarkov, nur mit Aliens. Wir suchen jetzt gerade den Evakuierungspunkt. Wir müssen hier im Science Campus bei dem Pfeil auschecken. So ein bisschen wie Hand-Exit. Wir haben so ein paar Missions erledigt. Harden Metals habe ich jetzt nicht gefunden. Wir könnten hier nochmal rein, aber ich habe eh keinen Platz. Das ist The Cycle. Das ist von einer Firma aus Berlin. Jager heißen die. Und ja, man geht so rein. Also so ein bisschen wie eine Hand. Man geht so rein auf die Map. Und man hat dann hier verschiedene Compounds.
wo man dann Materialien sammeln kann. Die liegen da überall verstreut rum. So, ne? Irgendwie zum Beispiel so Metall oder so. Und da kannst du dir dann, in der Lobby kannst du ja neue Sachen craften. Und die für Missions abgeben. Zum Beispiel jetzt die blaue Fraktion hier verlangt diese Sachen. Grüne Fraktion verlangt das hier. Ah, ich bin ganz frisch. Eine der ersten Missionen. Das ist so ein bisschen so die Hunde aus Hand. Aus Cycle. Kann man auch schnetzeln. Singleplayer. Du kannst es bis zu 3 Leute spielen. Ist so ein bisschen, also so wie Hand. Das ist tatsächlich auch Multiplayer. PvE, PvP. Nur bei dem Spiel ist das die Besonderheit, dass niemals der Server also du hast nicht fest Leute in einer Runde, so wie in Hand, da starten ja meinetwegen dann 12 Leute in einer Runde und dann kannst du auch den Server wipen, das kannst du hier nicht. Hier ist es so, wenn Leute sterben oder auschecken, dann kommen irgendwann andere Leute nach. Ejo, das ist neu. Diesen großen Saturnplaneten und dann noch dieses Raum, diese Raumstation da an diesem Planeten, das haben die komplett neu designt. Sieht aber cool aus. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Schön. Das ist so, wenn... Also maximal sind 20 Leute auf dem Server, aber es gibt immer einen Austausch. Wenn jemand stirbt, kommt einer nach. Oder wenn jemand auscheckt, kommt einer nach. Und ich glaube, ein Server ist irgendwie 6 Stunden offen oder so. Und wenn der Server komplett geschlossen ist, kriegst du auch eine Nachricht, dann musst du raus. Aber eigentlich ist alles immer frei. Genau, es ist free to play. Kannst du dir einfach runterladen und kannst es spielen. Ich weiß gar nicht, ist das ein Full Release oder ist das Early Access? Ich glaube, das ist ein Full Release. Wait. Aber mache ich gleich. Ich muss sie erst auschecken. Ich war das. Wir haben die eigenen Steps, ey. Die sind... Die hören sich immer so krass nach. Muss man sich dran gewöhnen. Irgendwann weiß man das auch alles. Aber ich lasse mich die ganze Zeit von meinen eigenen Steps verwirren. Hier, ne? Genau, und dann holst du hier eine Raumstation, das ist so wie die Kutsche in Hand. Und das ist schon viel cooler als Hand. Das habe ich mir immer gewünscht, dass die Kutsche irgendwann mit dir dann losfährt. Hier kommt das Raumschiff wirklich, was dich abholt. Das ist schon cool. Und das können auch alle sehen. Und die anderen Spieler könnten quasi mich jetzt pushen. Jetzt gleich sieht man hier ein Raumschiff ankommen, hoffentlich. Jetzt muss mal hier hin, unauffällig. Ja. Das ist schon cool. Jo, Nori, moinsen. Das habe ich mir für Hand halt immer gewünscht, weil das wirkt dann so wirklich so wie so ein komplettes Videogame einfach, ne? Wenn dann der Exit, sag ich mal, mit dir dann auch losfährt. Egal, ob es eine Kutsche ist oder ein Raumschiff. Das ist halt schon cool. So, und jetzt ist das Raumschiff so kurz geöffnet. Und jetzt muss man hier so lange drin bleiben, wie in Hand auch. Bis man dann abgeholt wird. Und ihr könnt oben, diesen lilanen Balken sehen. Wenn der voll ist, hebt das Raumschiff ab. Also man kann sich an diesen Ladebalken oben dann noch orientieren. Jo, nice. Weiter, ich habe mich vertan. Als du fragtest, was ein Jahr kostet für eine Nintendo-Mitgliedschaft, keine 30, sondern 20 Euro. Oh, das ist ja gut. Das ist ja noch günstiger. Das ist schnapper. Locker. Ich finde, dann lohnt sich auch, dass selbst wenn man dann, sage ich mal, nur
einmal in den Ferien oder so, ne, irgendwie Super Nintendo spielt, dann lohnt sich das trotzdem, weil 20 Euro im Jahr ist ja jetzt nicht so krass. Okay, wir haben jetzt hier, ne, wir haben jetzt hier das Inventar rechts, was wir alles mitgebracht haben nach Hause. Und das ist unser Stash. Unser Zuhause. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Unser Koffer. Das muss ich erstmal alles ablegen. Das lassen wir drin. Das ist auch gut so. Die packen wir raus. Wir haben eine Assault Rifle. Und wir gehen auch wieder nur mit der rein, würde ich sagen, richtig? Das war eigentlich doch... Ich meine, wir haben keinen Fight gehabt, aber... Das war okay. So, jetzt sehen wir oben links Dangerous Science Part 2. Das sind Osiris, das ist die grüne Fraktion, die ist hier oben. Da musst du die Missions immer abgeben. Hier Osiris. Also es gibt drei verschiedene Fraktionen. Einmal ICA, die blauen, grün und gelb. Korolev ist da hinten. Über meinen Kopf kann man das sehen hier direkt, das Zeichen. Da ist der Eingang da hinten. Genau. Und wir haben jetzt Dangerous Science Part 2 von Osiris haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt geben wir ab. Hier, Deliver Waterweed Filaments. Wenn ihr die delivert, dann sind die auch wirklich weg. Also dann habt ihr die drei Stück habt ihr dann nicht mehr. Das ist dann später tricky, wenn man was craften will und dann gibt man eine Sache für eine Mission ab. Und dann wundert man sich, nein, ich habe gerade was abgegeben, jetzt kann ich das nicht mehr craften. Wir kriegen dafür 4.700K, also Geld. Geld mit K. I'll mark that as completed then. Okay. So, jetzt sind wir Level 2 hier in dieser Fraktion. Und können dann auch mit dem Aufstieg, mit dem Levelaufstieg dann auch neue Waffen freischalten. Jede Fraktion hat eigene Waffensets. Und ich zum Beispiel finde von dieser Fraktion die Manticore ganz geil. Ich guck mal, wie... Ja, die Manticore, da muss ich Level 5 sein. Dann kann ich die kaufen. Das ist eine coole Waffe. Dann bleiben wir erstmal bei unserem Kram. Wir riskieren gar nicht so viel. Man stirbt öfter, als man denkt. Man hat nichts mehr von der Beta, oder? Nee, man hat nichts mehr. Das Einzige, was ich zum Beispiel hatte, ist, weil ich mich in der ersten Beta 14 Tage eingeloggt habe, habe ich diesen Prospector-Skin bekommen. Aber der ist jetzt nichts... Das ist nichts Krasses, ne? Ich kann euch das mal zeigen. Hier, das ist die Base-Suit. Und das ist der Special Prospector-Skin, wenn du dich in der ersten Beta 14 Tage eingeloggt hast. Weiß. Und orange. Aber ich trage ihn trotzdem, weil, keine Ahnung. Ist halt ein Special Skin, richtig? Aber jetzt nicht so crazy. Okay. Genau, da, die haben wir schon zum Teil abgeschlossen. Wir müssen sogar noch mehr Spinal Base sammeln. Und können auch eigentlich jetzt so wieder reingehen. Ja, lass einfach so wieder rein. Genau, am Anfang, man will halt ganz viele Materialien sammeln, damit man zum Beispiel sich selber upgraden kann. Man hat noch eine eigene Residenz, da kann man zum Beispiel seinen Stash auch noch upgraden. Also sich selber, sag ich mal, leveln. Und ja, und die Fraktion halt. Und jetzt am Anfang versuche ich einfach erstmal so die Anfangsmissions zu machen und erstmal irgendwie Sachen zu looten. Auch für später. Man muss viel looten, richtig? Let's go. Ich wollte aber jetzt einmal nochmal gucken kurz, wie das mit Cycle ist. Ist das ein voller Release? Upcoming Release, Preseason starting on June 8. Ja, dann ist das ein Release, richtig? Wow, yeah. Das Game ist der ultimative Schrott.
zwar eine gute Überlegung, aber es ist zwar Free-to-Play, aber um mehr Geld und Ausrüstung zu bekommen, kosten alle DLCs 130 Euro. Der Wahnsinn! Tarkov ist deutlich besser, aufgrund der außerirdischen Monster, wenn wir rumlaufen, wir von anderen Spielern beschossen, bekommen wir die Monster und greifen nicht an. Kommen noch Ausdauer dafür, mit zu kämpfen, wegzurennen, Arsch geben. Okay, gut, aber... Ja, das stimmt. Also, aber ich finde, das haben die schon abgeschwächt. Das war in der Beta noch krasser. Ich weiß nicht, von wann ist das? Ist das von jetzt? Das ist von jetzt, oder? Das ist doch das Released-Game. Wo steht hier ein Datum dran? Der Escape-Punkt wird sprengüberwacht von anderen Spielern und selbst die Monster kommen in das Schiff rein. Was für ein Müll. Warum was für ein Müll, hä? Ja, wohl, gefällt ihm nicht, scheinbar. Gefällt ihm nicht. Find er nicht gut. Finde alles nicht gut. Aber die ganze, die, ganz ehrlich, ne? Ich finde. Ich meine, ich kenne den jetzt nicht hundertprozentig, ne? Ich will auch nichts über den sagen. Nein, ich will auch nicht on-stream was sagen. Aber ich denke mal so, hier bei diesen ganzen Punkten, ne? Das kannst du auch oftmals auf Hand anwenden. Aber die Leute messen dann immer mit zweierlei Maß. Ne? Hand ist immer cool. Ne? Das haben damals bei viele Leute bei Battlefield 42. 2042 auch, guck mal, Battlefield, voller Schrottgame, ne, voll Kacke, EA will euch abziehen, aber bei Hand wieder großartiges Spiel, wunderbar. Und genauso wie hier auch, Cycle, ne, gut, klar, das, okay, gut, dann gibt's viele Mängel in dem Game, ne, aber man muss auch dabei sagen, Jaga ist ein Independent-Studio und ja, ich weiß nicht. Also wirkt irgendwie immer so mit zweierlei Maß messen. So wirkt das irgendwie auf mich. Einerseits so, ne, wenn Mutti da mal was gegen Hans sagt oder so, dann ist wieder ganz, ganz schlimm. Und alle weinen wieder rum, ne, oh, der böse, böse Mutti. Der macht immer so schlimme Sachen und sagt immer so böse Sachen. Die ganze Zeit. Da werde ich immer traurig. Aber dann bei anderen Games, da kann man locker flockig über alles herziehen, kein Problem. Nick. Ah, den brauche ich. Nice. Jo, den tun wir doch gleich mal in den Safe Spot. Ist auch. Da haben wir eine Mission schon mal erledigt. Tut mir leid, ich habe gerade nicht auf den Chat geguckt. Vorhin sind zum Beispiel die neuen Mario Kart Strecken und... Moment, ich habe noch gar nicht... Mist, ich muss viel hören. Shit! Was ihr alles geschrieben habt, ich muss um hochscrollen. Achso. Ja, ich habe leider keinen Switch, aber vielleicht... Vielleicht kaufe ich mir zu Weihnachten mal irgendwie so eine Art Switch oder so, weil ich irgendwie Nintendo-Spiele auch irgendwie vermisse. Aber ich habe zur Zeit da, also für sowas habe ich gar kein Geld übrig, leider. Weil, keine Ahnung. So viel Konsole spiele ich im Moment auch nicht. Auch nur die günstige. Also wie gesagt, das Game ist hier free to play. Ich habe auch nichts bezahlt. So. Und ich finde, erstmal so, um so ein bisschen reinzuschnuppern und Spaß zu haben, muss man auch nichts bezahlen. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn es ein free to play Game ist, ne, dass die Developer sagen, komm, ne, ihr habt ja die Möglichkeit, dass ein Angebot von 30 Euro bis 130 Euro oder so, ne, dann geben wir euch ein paar Skins oder so. Ich meine, ja, das ist halt so, wie es ist. Das ist, heutzutage ist das so. Das finde ich, kann man den jetzt nicht so übel nehmen. Ist halt, ne, die wollen halt auch Geld machen, richtig? Das ist halt ein Unternehmen. Wenn es bei Hand auch mal richtige Quests geben würde, wäre es halt einfach mal knackiger. Ja, genau, das ist halt das, was ich auch kritisiere, ne? Wenn... über 4 Jahre lang nicht großartig was passiert. Wir haben ja nicht mal irgendwie neue Maps oder neue Monster großartig bekommen. Und immer mehr Bugs passieren und dann noch irgendwie die Community so toxisch wird. Da kommen halt alle Sachen zusammen.
wo du dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß hast. Also ich habe, wenn es gut läuft, immer noch viel Spaß in dem Game. Aber es ist nicht mehr so schön wie früher. Das ist einfach so. Und das liegt nicht an mir. Ja, und wenn Cycle jetzt über 4 Jahre nicht supported wird, dann hat sich da auch kein gutes Wort mehr drüber. So, oder? Also keine Ahnung, aber erstmal bin ich offen. Jo, das sieht ja cool aus. Guck mal, hier ist so ein Schädel integriert. Zähne. Ich weiß, dass das Quests-Items sind. Diese Knochen, die auch liegen, die muss man irgendwann bei einer Quest sammeln. Sammel die Knochen aus diesem Camp. Das habe ich mal gemacht. Aber nur wenn du wirklich das die Mission gerade hast, kannst du die nehmen. Aha. Jo, der ultimative Camperplatz, Bro. Perfekt. Ja, das hat man jetzt auch manchmal, wenn Akimbo-Fights sind, wenn die Leute genau vor sich stehen und dann alle mit Akimbo so eben, jeder versucht dann eben wieder den ersten Hit zu landen und alle schießen so daneben, richtig Cowboy-mäßig, voll gut. Das fand ich auch anhand früher, wo das ganz, ganz früher noch so die Waffen so gewackelt haben. Das fand ich, hatte auch immer einen Reiz, dass viele Schüsse daneben gehen. Weil ich dachte, so in so einem guten Cowboy-Film, in so einem guten Western, gehen ja auch immer viele Schüsse daneben. Das ist ja keine. Das, in so klassischen Western-Filmen, klar, da gibt es Lucky Luke oder so, ne? Und dann gibt es da die Übermänner. Oder Clint Eastwood. Aber in so cheesy Cowboy-Filmen schießen ja auch so viele immer daneben. Oder wie zum Beispiel modern beim A-Team. Wo alles immer daneben geht. Das ist doch irgendwie cool. Fand ich irgendwie lustig. Aber dann haben die ja den Sway entfernt und so. Und jetzt kannst du ja so easy Headshots machen. Ich sammle einfach willkürlich. Hier war schon wer. Holz. Wo sind eigentlich meine Ausgänge? Ah, hier ist einer dran. Wir gehen jetzt noch zum Waterfall Lab. Gucken, was da so geht. Da ist immer gutes Loot. Aber auch viele Leute. Ja, ich stimme dir völlig zu, Fiddlesor. Das kommt von der Community, aber auch von den Developern. Ne? Die haben ja auch diese ganzen Mechanismen reingebracht. Die haben das über Jahre hinweg in kleinen Schritten verschlechtbessert. Das Game. Käfer. Ist das? Was ist das? Skeleton Key? Moment! Mach doch mal schnell einen Safe Spot. Ich hab eine Keycard. Geh weg. Bleib weg. Noch mehr Käfer. Jetzt bin ich wieder von meinen eigenen Steps erschrocken. Ja, hier ist wer. Und dann ein Manticore. Haben wir gutes Stuff? Ja, komm, wir können riskieren, vielleicht die Manticore zu catchen. Ja. Ich will halt nicht die Käfer triggern. Ja, du wirst mich sehen, ne? Ja, genau. Ja, genau.
Oh, Money. Viel Money. Nein, er hat mich. Oh nein. Ich hätte ihn noch fast gehabt, oder nicht? Fuck. Er hatte die Manticore, aber er hat eine grüne Rüstung gehabt. Nein! Aber ich glaube, ja, besser hätte ich es nicht machen können. Ich habe den gut getroffen. Er hat eine bessere Rüstung und die bessere Waffe. Der hat mich einfach so weggemacht. Was? Schade. Oh, die Manticore hätte ich gern gehabt, ey. Fuck. Keycard. The original label is too worn out to eat. But someone scratched skeleton onto it with a knife. Hopefully it still works. Skeleton. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, wo man irgendwo... Aber es ist auch keine seltene Keycard. Okay, wir bringen schnell die Mission weg. Dann gehen wir mit Shotgun rein. Shotgun-Pistol. Prospector, hello. How can I help? Yeah, see you. Ja, ich fand, also allgemein jetzt nochmal, ich habe jetzt nochmal kurz über den Chat geguckt. Ich fand das jetzt auch übertrieben, was der Typ da geschrieben hat, aber andererseits, es ist nun mal eine Steam-Rezension und da kann jeder quasi seine Meinung äußern, richtig? Also, es ist ja in Ordnung, wenn man bei einer Steam-Rezension eine persönliche Meinung abgibt. Und da kann jeder ja selber für sich entscheiden, ob er dazu stimmt oder nicht. Weil das ist ja Sinn und Zweck der Steam-Rezension. Moment, konnte ich hier nicht... Moment, habe ich den Backpack eigentlich schon, den ich da einmal gemacht habe? Ja. Okay. Bring ihn wieder rein. Wie heißt der Typ? Lack Karotte? Was geht? Oder kann ich den irgendwie begrüßen? Lack Karotte? Wie konnte man nochmal die Expression Wheel F3? Ja, man konnte doch nochmal auch anders irgendwie. Ging das nur in-game? Oh, gut. Es gibt in-game nochmal ein anderes Wheel. Hier. Genau, weil das hier nämlich mit... Wo war das? Mist, ich will das Expression Wheel. Ne, es war alt, war das, glaube ich. Jo. Stay back! Easy. Don't shoot. So ist es. Thanks for the assault rifle. You're welcome, bro.
I almost catch your manticore. Almost, bro. Fängt das schon an? Ist das jetzt quasi jetzt schon... Oh, hoffentlich nicht, dude. Aber sowas mache ich ja gar nicht. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht Hand. Da bin ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen lockerer drauf. Aber wenn es jetzt schon so anfängt, ne, dass jetzt schon wieder irgendwelche Killer da auf meinen Channel kommen. Nee. 2022 Online-Gaming sucks to ass, bro. Ich sag dir das. Ist einfach so. Die ganzen Zoomer-Kids werden halt jetzt, sind jetzt mittlerweile ein bisschen älter geworden und sind alle zu Posern geworden. Zocken jetzt nicht mal Minecraft, sondern zocken dann die ganze Call of Duty und so ein Shit. Und wollen sich jetzt die ganze Zeit nur profilieren, dude. Zu Gang und Gäbe. Kommen wir hier überhaupt nicht drauf klar. Was war das? Ist das Müll? Ich muss mal hier kurz. Kleiner Quick Loot zwischendurch. Rattler Hat. Okay, das ist neu. Das Legendary? Boom. Die habe ich noch nie gesehen. Im ganzen Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob das ein neues Item ist. Noch nie gesehen, aber ist auch Legendary. Achso, und hier ist direkt schon der Ausgang? Moment, ist das am Anfang jetzt neuerdings so, dass du die Ausgänge mal ganz nah dran hast am Anfang? Weil man Noob ist? Ich meine, ich habe da nichts gegen, aber... Was ist das? Wir können jetzt noch nicht rausgehen. Wir müssen irgendwie... Wir kommen gleich wieder jetzt zurück. Wir gehen einfach weiter. Irgendwas müssen wir erledigen. Können wir die Truhen plündern? Taschenlampe. Noch eine Taschenlampe. Also sowas wie ein Fernglas gibt's nicht. Warte. Ich glaube, das ist nur Taschenlampe, richtig? Wie machen wir die an mit F? A? A, L? A, Light. Ist da wer runtergekommen? Ja. Wir können... Wir können es wagen. Vielleicht wäre es sogar besser. Hinzusetzen.
Und der wird uns ja wahrscheinlich, wenn einer kommt, wird er uns ja wahrscheinlich pushen. Und im allerletzten Moment versuchen wir den mit der Shotgun, wenn er uns ranrennt, zu nehmen. Nur auf Steps hören. Hat sich wohl nicht eingeladen gefühlt. Ah, okay. Yo, das sieht cool aus. Ja, die Kometen kommen jetzt aus dem Ring. Das ist schon cool. Dahin. Da kommt einer runter. Marienkäfer. Ey, cool, das ist auch neu. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier. Hat auch keinen Schrecken ein. Gib das. Dicker Chor. Meteor Chor. Wie, jetzt kommt jetzt einer vorbei. Wir. Das ist geil. Nimm es einfach mit. Meteor-Fragment. Voll für eine Mission. Die ganzen Fragmente. Also die brauche ich jetzt noch gar nicht für eine Mission, aber die sind echt selten, die Dinger. Und die geben, glaube ich, auch gut Geld. Das heißt, wenn wir die jetzt rausbekommen, ist das auch ein kleiner Win. Man kann viel mehr tragen als in der Beta, voll gut. In der Beta konntest du nur ein oder zwei von diesen Dingern tragen. Und da war schon Schicht im Schacht. Ich habe jetzt den dicken, fünf von den Dingern. Sogar noch ein bisschen Holz, was auch super schwer ist. Und wir haben immer noch gut Platz. Das ist schon cooler, weil in so einem Loot-Game willst du natürlich auch, selbst mit einem ganz schlechten Rucksack, zumindest ein bisschen mit raus. Das waren meine eigenen Steps, richtig? Okay.
Wir sollten vielleicht doch verschwinden jetzt. Ich habe zwar nur Stuff, den ich eigentlich gar nicht brauche. Aber es ist wertvoll. Ich wünsche mir Glück. Und wieder Schüsse im Hintergrund. Das ist ein guter Versteck. Das ist hier ein guter Platz ist zum Campen. Mal zumindest Überblick, ne? John. Ah, ist cool. Es gibt immer verschiedene. Eben war da Bänke drin, jetzt ist das hier so eine Box. Das ist cool. Wir haben jetzt keine Quest-Items bekommen, aber super viel anderen Stuff, der wertvoll ist. Okidoki. Können wir eigentlich direkt wieder rein. Mit zwei ICA-Chips. Das könnten wir machen. Ja, aber das ist nicht das unbedingt, was ich will oder brauche. Okay. Wir sammeln erstmal. Boom. Was die alle schon für Skins haben. Sirup. Du bist langweilig. Du siehst genauso aus wie ich. Ja, Prospector. Ah, excellent. Everything was okay, I hope.
Am Science Campus haben wir jetzt wieder einen Ausgang. Okay. Hans Strides in the Swamp of Bright Sands? Ah. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir die auch komplett fertig, weil wir müssen einfach nur den Swamp besuchen und die Striders töten. Und der Swamp ist genau hier nebenan. Und das ist halt genau jetzt der Knackpunkt, ne? Ich mag das Spiel eigentlich voll gerne und ich mag auch gerne die Missions. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt jedes Jahr irgendwie zu einem Vibe immer wieder diese Anfangsmissions machen will. Mit immer wieder einem resetteten Inventory. Ne, wo du nicht auf alle Sachen zugreifen kannst. Wo du dann wieder immer wieder von vorne anfangen, nur weil Vibe ist im Endeffekt. Das ist halt so low. Also der Grund, warum ich kein Escape from Tarkov-Spieler bin. Also nicht nur, es gibt auch andere Gründe noch. Aber sowas motiviert mich nicht groß. Über lange Sicht. Wir müssen nun keinem begegnen. Wir haben eine Shotgun, Open Field. Niemals gut. Ja, zack. Mission complete. Müssen nur noch die Striders töten. Also diese roten Hunde. Wow, ich habe meinen ersten Kill gemacht. By the way. Ja, können wir nicht den Rucksack auch noch mitnehmen? Weil 200 von 200. Wie viel ist der schwer? 20. Richtig, ne? Ja. Rucksäcke kann man immer gebrauchen. Ja, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist es keine Handshotgun, ne? Also, ist nicht so wie ein Hand, dass man da jetzt mit einem Schuss weg ist einfach. Ich musste da echt schon lange draufhalten, damit es stirbt. Die hätte auch einfach einheizen können, dann wäre alles gut für ihn gewesen, ne? Die Shotgun scheint ja echt nicht so gefährlich. Also was natürlich völlig okay ist, aber ich nehme das wahr. Und er hatte hier die BDW, sogar mit einem blauen Attachment. Ich traue der Waffe aber irgendwie nicht. Die ist sehr schnell leer. Und die ist halt auch nur für Close Combat geeignet. Und da habe ich halt auch die Shotgun dran. Ich schieße die deutlich trotzdem. Dann können wir mit der Shotgun nachsitzen. Okay, aber eigentlich muss ich Striders töten.
Hat der wahrscheinlich schon. Keine Viecher. Nix. Hard metals. Or deliver hydraulic pistons. Kommt eh auf, als auf dem Weg. Naja, wir gehen ins Water Facility. Da gibt es, wenn wir Glück haben, Hydraulic Pistons. Und hier ist, glaube ich, habe ich doch gerade gehört. Nee, ist kein Strider. Raben haben mich noch nie interessiert. Jo, Starzek, moinsen. Was geht ab? Heute ist The Cycle released. Ich check gerade den Release aus. Ich bin gerade auf einer Mission. Ich muss eigentlich so kleine Viecher töten, aber die sind alle schon weg. Deswegen gehen wir jetzt raus. Versuche jetzt noch so Metalle zu sammeln auf dem Weg und diese Pistons. Wenn wir die beiden Missions erledigt haben. Ja, die müssen wir eigentlich töten. Ich glaube, die Waffe ist so scheiße. Perfekt. 1 von 5. Hältst du auch noch dazu? Nee. Mist, den hätten wir locken müssen in den Sumpf. Dann hätte das gezählt. Egal, verschwinden. Oh, hier ist wer. Ich glaube, das sind Hydraulic Pistons, by the way. Ja, yep. Ja, ehrlich zu sein, jetzt will ich aber nicht unbedingt sterben. Moment, wir müssen erst was in unseren Safe Spot tun. Die Hydraulic Pistons. Ja. Ah, der wird abgeholt. Ja, wir lassen den. Mit den Waffen traue ich mir irgendwie nichts zu. Ja, der pusht mich jetzt. Verzichtet auf sein Raumschiff und pusht mich. Safe raus. Okay, weiter gut. Weiter geht's. Ey, guck mal, hier macht gerade einer das, dieses Rätsel. Da wird er abgeholt. Ja, mir geht viel. Mir fehlt noch ein von diesen. Ne, die sind alle drin. Komm jetzt rein. Alles geplündert. Hm. Ja, hat alles geplündert. Na gut. Schade.
Wohin kommt ihr? Weg. Ja, wir haben einen Kill gemacht, wir haben genug Stuff. Ich bin bereit auszuchecken. Ich nehme mal vorsichtshalber noch, falls wir gepusht werden. Zerquetsch mich nicht. Ich glaube, das ist gut. Dann war das noch auch Mist. Du musst die ganze Zeit Emote spammen, wenn du dann da drin stehst. Don't shoot, don't shoot. Okay, wir haben zwar keine Materialien für jetzt, um jetzt Missions abzuschließen, aber wir haben viel anderen Stuff. Ist immer gut. Medium Ammo, Heavy Ammo. Ist für Sniper Rifle, glaube ich, ne? Ich würde vorschlagen, bleiben wir erstmal so. Mit der Gun weiß ich auch nichts wirklich anzufangen. Ich spiele das erstmal weiter so. Keine Ahnung, bis wir sterben. Pistol kann weg, der Rucksack kann weg. Jetzt brauchen wir nur Healing und dann geht's los. Ja, das passt. Ob jetzt die Rüstung angeknackst ist oder nicht, ist egal. Let's go. Ja, ja, genau. Ja, viel zu, so war's. Ich meine, ich weiß es nicht. Bei dem Game ist es wahrscheinlich noch nicht so schwitzig. Also ich habe denn jetzt nichts Böses unterstellt, aber ich habe schon wieder gedacht, so fängt das jetzt hier auch schon wieder an. Aber ja, so war's. Er hat sich für die Assault Rifle bedankt, die ich ihm spendiert habe. Das war der Typ eben mit der Manticore, wo ich eigentlich gut drauf war, aber weil, ja, der mich trotzdem lang gemacht hat. Der Typ war das. Und wir haben hier direkt den Ausgang. Warum fangen wir eigentlich die ganze Zeit hier an? Egal, wir müssen eh in den Swamp. Das passt.
Ach der, ja, du hast ihn übelst gedrückt. Ja, nee, ich ja nicht, ich bin ja gestorben. Aber der hat ja die grüne Rüstung und die Manticore, der hat ja auch... Aber ich habe eigentlich gut getroffen. Also ich habe alles getroffen eigentlich so ziemlich. Ja, ja, genau, ja. Ja, aber wie gesagt, Cycle ist ja jetzt ganz neu und so, aber ich dachte auch irgendwie, kann doch jetzt nicht sein, dass es jetzt hier auch noch wieder anfängt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist halt eben auch so ein bisschen... Ich glaube, viele andere Leute haben da gar nicht so ein Problem mit, richtig? Das ist so gang und gäbe. Es ist halt wirklich nur so meine Natur, dass ich da nicht so gut drauf klarkomme auf, die, auf diesen... Weil die Sache ist halt, ich komme halt generell auch nicht... Also, ne... Auf diesen ganzen Poser-Kram und so komme ich halt auch nicht so gut klar. Aber andererseits so... Es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt der super, super Radikale oder so. Also. Wenn mir im Real Life, sag ich mal, ein Macho begegnet oder so. Es gibt aber auch, ich muss auch sagen, es gibt aber auch nette Machos. Es gibt Typen, jetzt zumindest wenn ich aus dem Real Life rede, es gibt Leute, die lassen so gerne den dicken Macker raushängen, die sind aber auch wohl ganz nett. Es gibt jetzt nicht nur die Vollassis so. Ja, da weißt du immer schon so, okay, gut, ne, der hat jetzt wieder seine 5 Minuten so. Oder muss da jetzt irgendwie ein auf dicke Hose machen. Aber der ist eigentlich ganz nett. Sowas gibt's ja auch. Nur halt im Internet ist es so, ich kann das halt nicht sehen. Ich kann das nicht an riechen, ne. Im Chat kommt das dann einfach nur so unsympathisch rüber. Ich baue jetzt hier ab. Ich einmal nicht auf und dann kommen sie. Da kommen sie alle ran. Yeah. Ist oft so. Früher war das auch immer so, wenn meine Moderatoren nicht da waren. Also wo ich noch Moderatoren hatte. Oder Moderatoren, die regelmäßiger da waren. Die waren immer AFK, wenn irgendwie was Krasses passiert ist. Da war quasi nie einer da dann. Das war aber unglücklicher Zufall. Oft so. Okay, wir müssen immer auch diese roten Dinger töten, ne? 4 Stück. Richtig? Striders. In the Swamp. 1 von 5. Ja. Was, du hast Mods? Mach keinen Scheiß. Ne, hab ich nicht. Doch. Aber die sind nie da. Sind auch nur 2. Graphicom ist Mod. Graphicom ist aber sehr selten da nur. Also ganz, ganz selten. Und ja, Volta. Volta kenne ich. Ist ein guter Kollege von mir. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Sei in der Grundschule, nicht Kindergarten. Also kenne ich auch privat. Aber der ist auch nur ganz, ganz selten da, ne? Also gucken mal, die beiden gucken so ganz selten mal zwischendurch so vorbei. Gucken mal so, was abgeht und... Aber ich entmodde die auch nicht, weil, keine Ahnung, besser die gucken zwischendurch mal irgendwie einmal drüber. Ey, da wurde ich aber schnell abserviert. Fuck. Das ging schnell. Dave, er stand da auch einfach. Keine Ahnung. Er stand da einfach mit auf dem Platz und ich dachte so, da steht doch wer. Nein, nicht. Hoffentlich kommt er nicht in den Chat. Stell dir vor, jetzt kommt jeder Killer kommt so in den Chat.
Aber bin das wirklich ich? War ich nicht eben noch eine dunkelhäutige Frau? Ist das eine dunkelhäutige Frau? Oh. Hm. Dann bin ich jetzt hier. Hey, Moment mal kurz, aber ich habe doch gar nicht die, ich habe doch gar nicht den Shit dafür. Weil du kannst doch mal hier customizen. Warte, hier Base Suit. Ich hab den. No, jetzt wird das wieder. No, ich hab den Bug jetzt nichtig gemacht. Richtig? Nee, doch nicht. Tom. Ich dachte, nein, du hast es aus Versehen repariert. Perfekt. Das Wolverine im Rentenalter. Ja, das Lustige ist halt, ich habe den Skin überhaupt gar nicht. Also, ich kann den nicht mal auswählen. Also, ne, das wollte ich jetzt gerade hier zeigen. Du kannst nicht mal. Den Charakter kannst du hier als Kopf wählen. Obwohl auch nicht mal. Guck mal, du kannst hier von diesen vorausgewählten. Ich habe eigentlich die genommen. Du kannst von diesen vorausgewählten nicht mal den Kopf wählen. Das ist die. Okay, keine Ahnung, aber. Ich weiß nicht, woher dieser Charakter jetzt kommt. Ihr seht es hier, ne? Der Charakter ist hier nicht irgendwie aufgelistet. Es muss ein Bug sein. Ich spiele mit dem weiter, Dude. Das ist cool. Seht mich an! Ich habe das 130€ DLC, ja! Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen jetzt mal Sniper Rifle. Wir spielen jetzt mal Sniper Rifle. Und mit einem schönen Scope. Zack. Helm drauf. Rucksack haben wir auch frisch geklaut. Perfekt. Dann nehmen wir noch eine Assault Rifle mit oder eine Shotgun besser. Oder doch besser eine Pistol. Also Pistol mitnehmen. Weil dann ist das Loadout nicht so übertrieben teuer. Moment, ist das... Wo kann man nochmal gucken? Ist das hier Sniper? Brauche ich dafür Heavy Ammo? Ist das Heavy Ammo? Ja, ne, das gleiche Symbol. Das und das, ne? Ja. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Nehmen wir mal die mit. Und fertig. Wir nehmen noch ein bisschen mehr Healing mit. Jo, das ist super. Lass mal gucken, was jetzt passiert. Ich meine, wenn uns da irgendeiner
Oh, der Arme. Der ist ja jetzt genau da gelandet, wo... Das ist frech. Könnte auch darum kommen. Und jetzt kommt der andere. No! Der war doch schon ein bisschen länger. Wie hieß der? Das Pussy Destroyer oder was? Irgendwas mit Destroyer. Bots Destroyer. Okay. No! Ich bin wieder downgegradet. Obwohl ich den Skin, also finde ich sympathischer als den Typen von eben. Yo. Er sieht schon so aus, als wäre als wäre er schon jahrelang in-game. Ja genau, so sah ich gerade aus. Schade, die gute Sniper-Rifle weg. Ja, also das Game ist tatsächlich auch noch viel mehr Gecampe als Hunt. Weil du in diesem Game quasi die offenen Server hast, die, sag ich mal, über 6 Stunden offen sind und du immer auschecken kannst, wann du willst. Und du kannst theoretisch auch die ganze Zeit an einem Ort bleiben und warten, bis einer irgendwie, ne, da vorbeikommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Typ gecampt hat. Kann auch sein, dass der einfach mein Schiff gesehen hat, dann mein Pott. War ein bisschen unglücklich, weil ich eigentlich den anderen da abschmatzen wollte. Und der hat davon dann profitiert, dass der Typ mich... Schade, ich will eigentlich nochmal Sniper Rifle spielen. Kaufen die nochmal. Das ist auch das, was ich eben meinte. So, wenn jetzt wirklich einer im Close Range irgendwie mit einer Assault Rifle oder so kommt, hast du dann keine Chance. Also nicht, wenn du mit einer Sniper Rifle spielst. Und mit Pistol. Vielleicht sollten wir auch irgendwas anderes mit einem Shotgun oder so. Dann können wir, falls wir gepusht werden, dann nochmal wenigstens reagieren. Können wir den zumindest wehtun. So, das. Jetzt brauchen wir noch eine Rüstung. Mehr Ammo. Die grüne nehme ich nicht mit. Das ist übrigens ein Free-to-Play-Game, Chat. Ihr könnt es runterladen auf Steam und es selber ausprobieren. Falls ihr Interesse daran habt oder euch das Game irgendwie anspricht, könnt ihr das tun. Und die Ammo habe ich natürlich vergessen, richtig? Hab ich. Mist. Tausend kostet einer. Finde ich aber gut. Sonst würden alle mit Sniper-Rifle ständig rumrennen. Ja, es passt so. Okay, jetzt hoffen wir, dass wir nicht gefischt werden.
was darunter kommen? Okay. Ah. Junge, was geht, Bro? Ich will ja eigentlich looten. Warum versammeln sich jetzt schon wieder so viele Leute hier? Ich glaube, der hat nach mir gescoutet. Genau, mit einer Sniper-Rifle? Willst du mich veräppeln, Bro? Du hast den gleichen Shit wie ich? Hello? Don't shoot! Don't shoot, bro. I'm friendly. You want to farm these, harvest these? You can do it. Let's be peaceful. We can learn from each other. Prospector. Hey, hold your fire. Yeah, I do it. Ja, manchmal muss man so ein bisschen Vertrauen haben, richtig. Manchmal muss man auch mal ein bisschen Vertrauen schenken können. Ist das richtig? Wollt ihr mal wieder Freunde? Ja, hoffentlich. Aber bis jetzt ja. Hey, you need a gun? I need cover. I need security. Let's stay together. Hold. Ja. Ich glaube, der ist freundlich, aber ich glaube, der will nicht mit mir zusammen unterwegs sein, was ich verstehen kann. Was ich natürlich auch verstehen kann. Ich glaube, ihm ist es so unsicher, aber ich, das ist klar. Also ich wurde auch schon oft in den Rücken geschossen. Also dass wir uns jetzt nicht beschossen haben, war schon freundlich genug eigentlich für Cycle. Freunde, wer kann sich noch an die Szene erinnern, wo ich den Typen eine Blume gegeben habe? Ich hatte so eine Waterfilament, so eine Blume, und ich habe den. Wir haben uns bei in so einer Station haben wir uns ja viele Server dabei, wo ich quasi dann das gegnerische Team, und dann habe ich den so eine Blume hingeschmissen, so als Zeichen der Freundschaft, und der Typ guckt mich an und schießt mir ins Gesicht. Und dann war ich tot. Das kann immer alles passieren. Also die Leute können auch erst freundlich tun und dann im nächsten Augenblick schießen sie sich dann einfach weg. Aber ich finde... Manchmal muss man auch Vertrauen schenken können. Vor allen Dingen, der Typ hat, ich glaube, der hat die viel besseren Waffen dabei. Wenn er gewollt hätte, hätte er mich wegmachen können. Von daher, das war schon halt so... Okay, so. Okay, wir haben guten Stuff. Wir müssen aber jetzt... Ah, wir müssen sowieso hier auschecken. Das heißt, wir können jetzt unsere Mission machen. Striders Swamp töten. Striders im Swamp, 4 Stück. Was ist das? Da kommt schon wieder einer runter. Wir haben ihn verschwinden. Mit dir würde ich auch nicht unterwegs sein wollen. Ja, ich kann das verstehen. Ich habe das ja gesagt. Weil ich bin halt... Ich scheuche immer die ganzen Raben auf und so. Ich bin halt laut und sowas.
ich rumpel und pumpel umher. Aber andererseits, zu meiner Verteidigung, wenn ihr mich als Mate habt, dann könnt ihr euch eigentlich auf mich verlassen. Also zumindest gehe ich voll für euch rein. Also das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, es rumpelt und pumpelt. Hello, I saw you. Don't shoot, no! Oh, sorry. That was you. Sorry. Oh, you again? Okay. Yeah, I can. I was in the option, so sorry for that. Do you want meds? I don't shoot. No. Everything cool. Don't shoot, please. I apologize. Nice. There's a guy in the swamp. Be careful. He's shooting at us. Yeah, I need to go to the swamp to kill Striders, and I get an exit there. If you like, you can take my exit. No, it's okay, but be careful. There are actually no Striders at the moment, so you have to wait for the respawn. No. Yeah. I'm so sorry, man. Okay. Oh, no. How long I have to wait, you know? Basically 5 to 10 minutes. If you go away from the compound. Far enough. Oh. But if the one guy is there, he kills everything, right? Yeah. At the moment, yeah. You have to be careful there. Sorry for the shooting, man. Everything cool. I'm full again. It's okay. Take care of yourself. You too, man. Der hat aber Spaß. Ich glaube, mir kam das eben so vor, als hätte der auch irgendwie ein bisschen mehr Plan gehabt oder so. Weil der hatte so eine rote Rüstung an schon und so. Ich meine, heute ist Release-Tag. Der hat bestimmt... hier alleine. Wo ist der Freund? Da war der Typ übrigens. Aus dem Sumpf. Das ist hier aber auch alles offen. Voranschreiten tut er jetzt nicht, aber er kann auch von oben kommen. Ich hab überhaupt gar nicht trainiert. Wow. Mama Mutti, du bist so ein Glückspilz. Bis jetzt. Was hast du? Oh, Rucksack. Oh. Shit, was soll ich tun? Alles rüber! Wait! Kommt raus, das kommt rein! Jo, Nonek, moinsen! Willkommen! Leute, ich habe es überlebt. Ich habe den mit eins weggemacht, aber ich frage mich, warum? Der muss schon gedamaged gewesen sein. Aber andererseits, er hat doch das ganze Healing gehabt. Das ist wirklich unerklärlich jetzt gerade für mich, dass ich ihn one-shottet habe, so ziemlich. Weil eben, wer kann sich noch an eine Situation erinnern, wo ich dann... Wir machen das mal so, wir nehmen die Assault Rifle doch. Weiß, Organisieren dauert sehr lange bei mir. Ich will eigentlich die Sniper Rifle wieder haben. Weil das ist die teuerste, das ist das teuerste von allen. Die eine Sniper Rifle. Zwei Shotguns. Ey, wo habe ich die hingelegt? Wir dürfen ja auch nicht zu lange verweilen. Daher sind wir tot.
Richtig. Aber ist jetzt... Ist die weg? Ja, scheinbar. Egal. Oh. Perfekt. Oh, ich habe gar keine... Ohren. Oh, hier liegen zwei Rucksäcke übereinander. Das ist das Ding. Oh. So, so. Das geht immer noch nicht. Warte, wie viel? 54? Und ich hab... Sind doch. Ist doch. Okay, Freunde, wir müssen hier raus. Ich habe genug Stuff. Okay, Jackpot. Und weil der Typ aus dem Sumpf, der gefährliche Typ aus dem Sumpf, wurde besiegt. Das heißt, wir können da jetzt eigentlich rein. Theoretisch müsste es jetzt safe sein. Kann natürlich schon wieder der nächste angerückt sein, aber denken wir jetzt mal nicht nach. Aber ich muss schon sagen, du kannst, selbst wenn es neblig ist oder so, du kannst sehr gut Konturen sehen in dem Game. Also du kannst, dir fällt eigentlich alles sehr gut auf. Auch an Spielerbewegungen oder so. Also einem entgeht so nichts. Den Strider? Hier? Nur ein Marienkäfer. Ja, müssen wir beim nächsten Mal machen. Wir verschwinden, weil ich habe gutes Loot und ich will jetzt nicht durch irgendwie eine Gear-Aktion, nur weil ich da irgendwelche Monster finden will, dann wieder in den nächsten reinlaufen. Ich habe das Spiel auch im Download. Ja, ist cool. Vor allem, das Spiel kann man auch zu zweit oder zu dritt spielen. Man kann mit mehreren Leuten rein. Das ist cool. Jo, Sepp, Seppowitsch, moinsen. Wie gesagt, ich sag's nochmal, Chat, es ist ein Free-to-Play-Game. Das gibt es auf Steam. Wer Interesse hat, kann sich das einfach downloaden und mal selber reinschnuppern. Ist natürlich ein Hardcore-Game. Also es ist wirklich Hardcore. Man stirbt sehr, sehr schnell. Man stirbt oft. Dann sind alle Sachen weg. Ist was krass anders als in der Beta? Nee, nee. Nee, überhaupt nicht. Es gibt vielleicht ein paar neue Items oder so, aber eigentlich ist es genauso. Es gibt nicht viel mehr neuen Stuff. Guck mal, wir haben auch super viel Healing. Ja, weniger Bugs kann sein, das habe ich jetzt noch nicht so. Ich spiele jetzt halt gerade. Ich spiele erst seit 2,5 Stunden, da weiß man ja noch nicht so richtig. Oh, gerade. Aber es spielt sich gut. Also. Das ist schon wieder ein Skeleton hier. Freunde, das war eine super Ausbeute. Wir haben sogar eine Shotgun-Pistole mit rausgeholt. Josef! Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke für den Support. Super nett. Guck mal, wir haben sogar den großen Rucksack noch mit rausgeholt. Voll gut. Der ist besonders wertvoll. Wir haben super viel Healing.
Auch für ein anderes Mal noch. Voll gut. Wir nehmen das mal erstmal weiterhin mit. Wir haben noch eine extra Sniper-Rifle bekommen. Die ist schweineteuer. Auch für später. Hier unsere Bulldog. Shotgun-Pistol. Abgestaubt. Ist das schon wieder Weihnachten? Ist das schon wieder... Habe ich denn schon wieder Geburtstag? .31 Medium M. Okay, wir bleiben so. Wir brauchen nur 50 Schuss. Die sparen wir uns auf und dann sind wir so eigentlich wieder cool. Wir gehen auch mit dem großen Rucksack rein. Ich meine, das kann gut sein, dass wir jetzt natürlich jetzt sterben, wieder so ganz plump. Aber ich setze auch gerne auch Gear ein. Was war das? Okay. Dann, ich mag die weiße da oben. Ja, finde ich auch gut. Also die Sniper-Rifle ist gut. Aber ich mag die Manticore auch. Wir können die Manticore auch theoretisch spielen. Halt nur eine von der, von denen. Weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu geizig bin. Ah, komm, wir spielen die. Wir gehen mit der Manticore rein. Aber dann nehmen wir auch eine grüne Rüstung mit. Und einen grünen Helm. Wenn schon, denn schon, richtig, Chat? Weil, wenn wir jetzt schon gut einsetzen, dann will ich auch die Verteidigung, dass sie stimmt. Und wir nehmen da nochmal extra mit. So. So, so, so. Ja, Manticore fand ich immer cool eigentlich. Aber das ist zum Beispiel auch eine sehr starke Pistole. Ja. Okay, warte, lass mal einmal. Ich will einmal checken. Wir können hier eine Mission abgeben, ne? Ja, blaue Fraktion. Machen wir schnell. Die Manticore meinte, yo, die Manticore ist geil. Das finde ich auch geil. Die hört sich auch gut an. Die ist auch nicht so super teuer. Die kannst du eigentlich immer spielen, wenn du ein bisschen Geld später hast und das Spiel, sag ich mal, ein bisschen intensiver gespielt hast, hast du ein bisschen mehr Geld. Und ja, das war meine Standard-Assault-Rifle irgendwann. How can the ICA help? Excellent work, Prospector. Dankeschön, Dankeschön. Okay. See you again soon. Yep. Okay, deliver Spinal Base. Wir müssen halt diese Strider noch weiter töten. Ja, wir müssen die Strider töten. Das ist die ganze Mission. Achso, und die Lagune besuchen. Können wir machen. Stimmt, jetzt würde es sich zum Beispiel auch lohnen, Sachen zu versichern. Man kann nämlich... Mal der Asche rüberziehen. Du kannst jetzt die einzelnen Sachen versichern und bekommst sie zurück, in, wenn du genug Aura-Dinger hast. Aura-Münzen, sage ich jetzt mal. Und die Aura-Münzen haben wir 250 von. Ja, das lohnt sich bei den Sachen. Nehmen wir den Rucksack auch noch und den Helm. 150? Das ist ein bisschen zu viel. Das reicht. Das reicht. Genau, du kannst auch, hast auch die Option, dass du einfach nur Geld zurückbekommst. Dann kriegst du 1000 zurück, aber musst 400 bezahlen. Kann man auch machen, aber ich will nur die Sachen. Ja gut. Aber mit Entschädigung versichern, weil die alles mitnehmen. Ich denke, im Moment nehmen Spieler alles mit. Moment mal kurz. Ich dachte, auch wenn die das mitnehmen, kriegst du es zurück. Ist das so wie ein Escape from Tarkov? Dass das liegen bleiben muss, damit du es zurückbekommst? Weil in diesem Game ist es ja so, dass ein Server über 6 Stunden offen bleibt. Das heißt, du hast ja fast gar keine Chance, dass das liegen bleibt.
Ist das nicht eine schöne Waffe? Das muss liegen bleiben? Und wann kriegst du das dann erst wieder? Ein paar Tage später oder was? Okay, das ist nicht so cool. Das ist kein gutes Angebot, weil... Wie gesagt, ein Server ist jetzt nicht wie bei Escape from Tarkov irgendwie eine Stunde offen. Sondern schon so viele Spiele ein- und auschecken. Alles mit. Das ist übrigens wieder gedroppt. Was ist das? Sniper-Rifle? Int. Okay, ist zwei da töten. Und die Lagune besuchen. Die ist auf der anderen Seite, richtig? Da hier unten. Hier ist ganz am Anfang jetzt gerade ein Pott gelandet. Ein bisschen Panik, dass ich dem jetzt gleich... Da ist er. Da können wir eigentlich jetzt gleich mal unsere Manticore testen, richtig? Nein, ich werde sie verlieren. Nicht auf mich. Alles gut. Mist. Obwohl die Dinger, ich muss gar nicht töten. Bleib doch einfach weg. Jetzt rennst du einfach weg. Ich weiß nicht, machen wir mit der Lautstärke sehr angreifbar tatsächlich. Wieder meine Steps. Fuck. Manchmal, wenn du so auf anderem Untergrund bist, von den Steps her, dann hört sich das an, als würde irgendwer ranschleichen oder wären das andere Steps. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Wohin genau? Dahinter. Okay. Warte. Oh. Jo, die ganzen Sneaky Boys unterwegs.
Jetzt gehe ich aber auch mal kurz in die Hocke, ey. Ich will mich hier nicht abschmatzen lassen, das ist meine Manticore. Na, Marienkäfer. Spreche ich hoch. Psst. Oh, das ist schon mal viel wert, hier oben zu sein. Und da war jetzt noch irgendwo ein Dude, ne? Der ist noch bestimmt immer noch. Ich meine, er kann ja natürlich auch nah dran sein und sich irgendwo verstecken, ne? Also überall so... Also überall so Unterschlupf finden. Sneaky Voice. Jo, alle am Geiern ja auf jeden Fall. Du, shit, der hat nur einmal geschossen. Und der macht mir jetzt die ganze Zeit Angst. Ich muss hier weg. Komm, wir gehen zur Lagune. Da müssen wir eh hin. Nichts wie weg hier. Yo, ich kann mir vorstellen, Freunde, wenn das Game erstmal ein Jahr oder so auf dem Markt ist, ne, dann ist das von den ganzen Hardcore-Gamern übernommen. Also dann wird es natürlich auch so The Cycle Pros geben. Also so richtige Hardcore-Gamer so, ne? Klar, ist dann eher deren Lieblingsspiel und so. Und dann wirst du richtig hart gecampt, wow. Also ein bisschen so, wie man sich das in Escape from Tarkov vorstellt. Ich glaube, das Game wird so richtig campy. Gerade wenn du dann nachher auch noch gute Waffen hast und dann, ne, Gear 4 und der Shit. Du hast dann die geile Karma oder sowas für 1 Million. Ja, was machst du dann? Was machst du mit der Karma? Denkst du, denkt ihr, dass man dann mit der Karma so umrennen würde, wie Mama Mutti das tut? Natürlich nicht. Nein, das macht ihr nicht. Ihr sucht halt dann schön so einen Hügel da, um dann die Noobs zu schmatzen. Ich denke, dass sie auch viben. Ja, haben die, glaube ich, schon mal gesagt. Jo, guten Abend, Chris. Ich meine, das hätten die schon mal gesagt, dass Vibes vorkommen sollen. Aber selbst wenn es Vibes gibt, gibt es ja trotzdem die Hardcore-Player, die sich darauf vorbereiten und dann direkt wieder sich hochgrinden und die guten Spots kennen und so, versteht ihr? Wie läuft es? Ganz gut. Ich bin jetzt zum ersten Mal mit der Manticore drin. Jetzt ist gerade unserem Tod entronnen. Ist das die Vergangenheitsform? Die hat eine Manticore, by the way. Die hat die gleiche Waffe wie ich. Okay. Okay. Ich hab nichts getroffen. Nichts. Ich hab bis jetzt aber noch nicht gesehen.
Das tat doch bestimmt weh. Nicht? Nee, da kann man so runter. Fuck. Nichts getroffen. Fuck. Nicht ein Schuss. Ich verschwinde. War jetzt ein bisschen ernüchtert. Gut, die Viecher gehen viel einfacher. Finde ich aber auch gut. Die haben so hart getankt in der Beta, das war nicht mehr feierlich. So fühlt sich das auf jeden Fall natürlicher an. Das ist halt so ein Käferwesen. Und wenn du die Manticore hast, dann haust du ihn halt weg, richtig? Das ist schon okay so. Okay, was war nochmal unser Auftrag? Lagune, richtig? Visit the Lagoon on White Sands and creatures at the Lagoon on White Sands. Und die Lagune ist hier. Also hier durch. Was ist das? Hier, wir stehen jetzt kurz vor der Lagune. Es ist zu neblig, um da mal kurz reinzugucken. Da ist die Lagune. Aber ich muss sagen, in der Beta war die auch immer sehr schlecht besucht. Also das ist, glaube ich, der sicherste Ort auf der ganzen Map. Ich wollte jetzt keinen bestimmten Call geben. Jetzt ist das wahrscheinlich alles voll. Aber in der Beta war da halt wirklich nichts. Man weiß nicht, ob es Tiere sind oder Pflanzen. Was zu looten? Moment, ich soll die Viecher töten? Jo, das ist auch ein richtig guter Camping-Spot. Weil der Ort hier so unbeliebt ist und die Leute so wenig hier sind, kannst du denen so richtig Angst einjagen hier. Wenn du dich hier mit so einer krassen Shotgun einfach hinsetzt oder so. Ich meine, der Server hat 6 Stunden offen. Dann machst du halt Netflix an. Die war ich schon, ne? Ich glaube, hier gibt es gar keine Monster. War schon wer. Da. Da. Ja.
Das sind genau drei Monster hier. Ist es extra so, dass es quasi, dass die hier in der letzten hintersten Ecke sind? Das sind auch nur drei Monster. Muss man das Tutorial spielen? Nee, du kannst einfach auch abbrechen. Steht aber vorher. Also wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, bietet sich das vielleicht mal an. Ne, einmal so da durchzulaufen. Tut ja nicht weh. Aber du weißt ja Bescheid. Also du musst das nicht machen. Du kannst einfach auf Escape und dann steht da irgendwie zu Lobby. Also ganz ehrlich, Freunde, ich finde für ein Free-to-Play-Game, dass es ganz neu released ist, kann man machen. Ich meine, natürlich muss man Bock auf solche Spiele haben. Ist halt immer noch ein Multiplayer-PvE-Game, Hardcore. Also man schiebt sehr schnell und so, aber die Atmosphäre ist nett. Man kann halt viel looten. Keine Ahnung, mir macht Spaß. Da tollen sie rum. So, wohin geht's jetzt? Wir können entweder hier oben den Ausgang nehmen. Das ist eine sehr weite Reise. Oder wir gehen zurück zur Water Facility. Aber ich finde, das ist sehr gefährlich. Wir gehen oben raus. Hier. Little one. Thanks, mate. Dankeschön. Okay, ich habe tatsächlich nicht so viel Ahnung, was jetzt der beste Weg ist. Oder ein guter Weg. Let's go. Wir schmeißen uns einfach ins kalte Wasser. Wie immer. Das, manchmal, wenn man so über Steine geht, dann denke ich echt so, fuck, ich werde gerade gepusht. Oder ist noch wer? Stamina mehr. Nein! Jetzt auch bloß, ich bin hier drin. Gefangen. Nicht wahr. Nein. Das ist es nicht so. Das ist jetzt nicht wirklich. Es ist nicht so, wie ich denke. Oh oh. Oh oh. Nein. 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 Es ist genau. Ich komme nicht mehr weg. Ich hab doch meine gute Manticore. Das darf nicht passieren. Es wird nicht passieren. Es wird nicht. Nein. Komm hier raus. Ich komm. Auf jeden Fall. Jungs, ja, Moinsen. Und Dankeschön, Little One.
Nein, jetzt kommt noch der Sturm. Freunde, ich will. So darf es nicht enden. So darf es wirklich nicht enden. Ich will nicht meine Manticoils verlieren. Oh. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Okay, warte. Mach doch! Jau! Oh nein, ist das wie die Wahrheit? Jetzt habe ich mich so fett ausgestattet und... schon. Sie stand da jetzt einmal kurz. Wo? Oh. Oh, ich muss erst wieder warten. Mit Anlauf Richtung Schiene. Wieso meinst du? Nee, warte hier. I need backup. Help. I need help now. I need support. Sowas ist halt blöd. Ja, ich weiß. Voll blöd. Aber ich will eigentlich nicht aufgeben, wenn ich ehrlich bin. Weil das... Die Animationen wirken halt so willkürlich. Manchmal zieht sie sich einfach irgendwie hoch. Ich denke, ich könnte es vielleicht schaffen, dass sie irgendwann einfach... ausploppt. Oder so, irgendwie in der Art. Ach komm schon. Wir sind frei. Da gehen wir nie wieder lang. Jawoll. Der Sturm hat auch noch nicht angefangen. Das üben wir jetzt. Moment, war das der offizielle Ausgang? Ich habe ihn nur nicht gecheckt. Oh, ich will da nicht nochmal rein. Freunde, das könnt ihr mir nicht antun. Wait. Freunde, wie gesagt, das ist ein Free-to-Play-Game. Wenn ihr mögt, ihr könnt euch das Game runterladen. Dann, warte, ich sage euch kurz auf der Map, das ist hier oben rechts bei East Cavern, kann man irgendwo in so eine Lücke. Da könnt ihr mir mal berichten. Ob man da gut rauskommt oder nicht. Hättest du nicht rausbuddeln können? Nee, das geht nicht. Du kannst hier diese Steine, die Minen kannst du nur abbauen, wenn die so glitzern. Also der glitzert jetzt zum Beispiel so grün. Da. Andere glitzern rot. Diese Steine kannst du nur abbauen. Du kannst nicht alle Steine, also es ist nicht wie Minecraft, dass du mit allem interagieren kannst. Oder wie Valheim oder so. Ist halt ein Shooter in erster Linie, ne?
Evac is now disabled. Okay, jetzt beginnt der Sturm. Ja, Sturm beginnt. Frag mich, ob wir uns hier noch irgendwo unterstellen können. Hier vielleicht. Wow, die wird direkt getroffen. Hier schon. Mit Shutdown Warning, evacuate all your items or it's lost. Wir stellen es mal hier unter. Okay, also dieser Server zum Beispiel wird jetzt in 20 Minuten geschlossen. Da müssen alle raus. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es kommen dann keine neuen Spieler nach. Also es wird ja jetzt kaum jemand einchecken mehr. Die Effekte sind cool. Aber wir müssen jetzt wieder 5 Minuten warten, Chat. Ist der Sturm böse? Ja, der die Blitze. Wenn du draußen rumläufst, du kannst draußen rumlaufen. Aber es können dich immer random Blitze treffen. Und da kannst du sehr schnell tot sein. Ich finde der Sturm noch ein bisschen lang so. Der ist halt 5 Minuten lang jetzt. Und in der Zeit... Ich meine, ich gucke mir einfach das Spektakel an, aber... Oh. Ja, hier, Hälfte Energie. Direkt schon abgezogen. Gerade rausgesprungen. Nee, riskier's doch nicht. Das Battle Royale, ja, das ist so wie Hunt. Bei Escape from Tarkov. Also es ist so, du kommst am Anfang auf die Map. Du siehst hier Drop Pod Location. Wir sind wo gestartet? Wo ist unsere Drop Pod Location? Ist egal. Auf jeden Fall gibt es auch noch Extraction Points. Die kannst du da sehen und da. Die sind jetzt während des Sturms ausgesetzt. Da kannst du vom Raumschiff abgeholt werden und... Versuchst halt in den Ortschaften, je nach Auftrag, je nach Questline, versuchst du halt bestimmte Items oder Quests zu machen. Und kannst aber immer ein- und auschecken, wie du willst. Mit dir sind 20 andere Leute auch noch drauf. Aber es ist nicht so, dass, sag ich mal, das wie in Hand eine feste Partie ist, sondern wenn wer stirbt oder wer auscheckt, kommt ein neuer wieder rein. Also es sind ungefähr so 20 Leute auf der Map, aber das ist die ganze Zeit. Konstant. Ein cooles Konzept. Und ist es tatsächlich ein deutsches Game, ne? Also man kann ja sagen, nach Hunt Showdown ist das der zweite deutsche Multiplayer-Shooter überhaupt. Und habe ich überhaupt Licht? Schade, das wäre cool gewesen jetzt. Ja, auch nicht. Du kannst dir noch eine Taschenlampe kaufen. Hier bei Tactical. Und die macht echt was her. Also da könnte man jetzt zumindest mal so ein bisschen was sehen. Ich sehe gar nichts mehr. Shit. Ein bisschen heller hätten sie es machen können, oder? Ich meine, ich bin in der Höhle. Ist ja auch cool, wenn du eine Taschenlampe mitnehmen. Also wenn die zu was zu gebrauchen ist so. Man kann echt nichts sehen. Ah ja. Der Sturm legt sich. Es wird heller. Ah, gut aussehen tut das Game. Ist einfach so. Sieht hübsch aus.
So, und wir wollen nämlich jetzt hier zum Ausgang. Genau, nach einem Sturm ist es immer so, dass Loot und Monster und so resettet werden. Und neue Spieler kommen auf die Map. Oft. Ah, brauche ich. Oh. Ich kann nicht so gut runter. Hier ist wer. Don't shoot! Oh nein, es sind zwei! Es sind zwei! No, Enten! Servus! Guten Abend! Nee. Ich lasse mich jetzt nicht von den Fischen. Und dann ist meine Manticore weg. Ich sehe auch nichts in dem Nebel, Dude. Töte sie! Oh, ja. Ich habe eigentlich zu viel Angst, um zu töten. Das ist das Ding. Oh, das ist aber so ein Phaser Lancer. Shit, die sind die High-Geared-Leute, wow. Da hinten ist einer. Komm doch jetzt nicht auf mich gerannt! Er flüchtet auch. Mist! Hier geht zu viel Shit ab. Verschwinde! Fliegen noch beide auf. Die campen hier bestimmt drin, richtig? Also wenn die sogar zu zweit sind, dann würde ich hier auch wohl mal die Stellung halten. Warte, wohin muss ich? Muss noch ein Stück. Hallo? Don't shoot, guys. I'm a friendly guy. Okay. Jo, ich gehe da nicht nochmal rein. Wir gehen außen rum. Oder meinte, wir können... Oh, jetzt ist die Gier zu groß, Chat. Die Gier. Die Gier. Was ist das? Film. Vor allem, das war nicht ein Team, das waren mindestens zwei Teams. Beschossen werde ich auch nicht. Healing.
Ja, und danke schön fürs Zuschauen, Tyrius. Einen guten Abend wünsche ich dir auch. Ja, wir können gerne mal zusammen los. Ich glaube, dass dieses Game glänzt auch am meisten, wenn man das mit Freunden spielt. Und zusammen, sag ich mal, auch Sachen lootet. Ne? Dann kann der eine den anderen auch mal wieder was droppen und so, wenn der eine was nicht hat und so. Ich glaube, zusammen questen. Oh shit, wir haben noch 10 Minuten. Ich glaube halt, zusammen questen ist einfach das Lustigste in dem Game. Solo ist das gar nicht so geil. Also man kann das auch mal solo spielen, ne? Aber ich glaube, richtig glänzen. Komm, ich verschwinde. Und mal einmal kurz hier. Ist alles offen. Auch nix. Okay, wir gehen. Hohe Anforderungen, das Game. Jetzt echt? Erster Raid gleich den Meteor gelootet, korrekt. Ja, GG's. Weil beim ersten Raid bin ich direkt getötet worden. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie so einen Meteor gelootet oder irgendwas Gutes auch. Nee, so ein Ei hatte ich gelootet. So ein Runner Egg. Komm, wir verschwinden. Kann ich zu lange hier jetzt bleiben. Vor allem die anderen müssen ja auch raus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich alle nochmal kurz zusammentreffen. So, hier ist mein Raumschiff. Das ist zum Beispiel viel cooler als in Hand. Das Raumschiff kommt wirklich und fliegt mit dir dann auch wirklich auch weg. Ist nicht so, dass du dich einfach zur Kutsche stellst und dann den Rest macht deine deine Vorstellungskraft, deine Fantasie, musst den Rest erledigen. Sondern das Raumschiff kommt wirklich. Darf ich nur nicht gepusht werden. You welcome. Thanks, mate. I saw you were two guys and this is my lovely manticore. I don't want to lose it. Ach, das hier eine Wand ist aber auch nett. Server's going down, yeah. 10 minutes. They're close in 10 minutes. I'm out too. GG's, guys. But there were one more team. It wasn't only us. Yo, see you around. Bye bye. Okay, jetzt haben wir zwei Missions. Mal abgeben. Metal Gear. Thanks, mate. Hello, Prospector. Knew you'd manage that easily. Thanks, dude. And Ellie! Thank you, too. Yo! The ICA thanks you, Prospector.
Prospector. Mm-hmm. Is that all? Yep. Oh, damn! Hey, thanks very, very much. I very appreciate it. Thanks very much for supporting my channel. Thanks, Ari. And welcome. Oh. Thanks, guys. Ah, Prospector. Very good, Prospector. Very, very good. Okay. Ja, see you. Wenn wir Level 3 sind, können wir die Jobs annehmen. Ich gucke jetzt erst, ob ich hier was upgraden kann. No. Ich habe keine Hard Metals. Damn. Was ist das nochmal? Ach so. Gut. Ja, komm. Okay. Dann will ich mir einmal anschauen, was wir für neue Missions haben. Hunt Creatures at the Woodcutter Camp. Woodcutter Camp on White Sands. Okay, das können wir machen. Hunt Striders in the Swamp können wir eventuell auch machen. Hä, Deliver Spinal Bases 11? 11 von 3? Das heißt, wir haben schon über. Aber warum ist es dann noch nicht voll? Moment, bin ich blöd? Bei den anderen Zahlen ist es ja auch so, dass die ich habe, links steht. Egal. Ja, wie viel Stuff wir haben. Voll gut, den brauchen wir später. Ich traue mir hier nochmal die Manticons zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich ein bisschen Gear 4. Okay, ja, dann versuche ich noch die Mission zu erledigen. Let's go. Moment. Ich habe einen großen Rucksack dabei, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich den ganzen Shit nicht. Weil wir jetzt wieder low reingehen. Einen kleinen Rucksack. Weil wie gesagt, unsere nächste Mission ist Orte besuchen und ein paar Monster töten und so. Da müssen wir nicht High Gear reingehen, würde ich sagen. Richtig? Weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass wir jetzt wieder sterben werden. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, weil wir jetzt schwach ausgerüstet sind. Ich meine, Sniper Rifle nehme ich wohl mit. Das ist kein Ding.
Meteor plus 2 Kills und immer noch kein Ende in Sicht. Bin immer zu gierig. Aber ist ja nicht schlecht, wenn es klappt. Kann halt eben auch schnell, manchmal ist es auch, passiert das so schnell und plötzlich, dann rechnet man halt auch nicht mit. Also, ist zumindest bei mir so. Ich kann nur von mir sprechen. Aber ich muss auch sagen, ich spiele auch nicht so vorsichtig. Also, ich gehe gerne für Action und ich spiele sehr risikoreich, so. Let's go. Da sieht mein Droppod angezeigt, mein Startpunkt. Okay, also Swamp, ne? Wir sind ja direkt beim Swamp hier, richtig? Ja. Hier haben wir uns ein Schildchen aufgestellt. Kein Absturz. Absturz. No, the cycle has crashed. Ja, ich mach das nicht. Nein, Moment, ist das Loot dann auch weg? Ich weiß nicht, wie lange der Crash Report Loot weg, oder? Ja, bestimmt, oder? Ja, immerhin bin ich jetzt auf der neuen Mission gewesen und nicht die gute Manticore. Aber ja, das müssen die tatsächlich wirklich schnell beheben, gerade wenn das Game jetzt raus ist, weil das ist das, was den Leuten dann die Leute frustriert. Wenn du deine Rewards nicht bekommst oder spielst einfach gerade bei solchen Loot-Shootern, wo es dann immer um viel geht oder du viel Gear dabei hast, darf das nicht zu häufig passieren. Ich meine, das ist mir heute jetzt das erste Mal passiert. Aber ich habe schon im Community-Hub davon gelesen. Auch von den Bewertungen und so. Gab es da schon Leute? Alles weg. Damn, alles weg. Die das kritisiert haben. Also es scheint im Moment ein Ding zu sein. Ich hoffe, die beheben das schnell. Also dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Das muss höchste Priorität haben. Na gut. Okay, das bedeutet aber, wir gehen dann jetzt nur mit einer Pistole rein oder hier mit so einer PD. Denn ich gehe jetzt davon aus, dass es vielleicht jetzt nochmal passiert. Mal gucken.
Mist, die gute Sniper-Rifle, shit. Die schöne Sniper-Rifle verloren, aber gut, dass ich nochmal umgemünzt habe und nicht nochmal mit der Manticore reingegangen bin. Was für ein Glückspilz ich bin. Gut, dass ich umgemünzt habe. Na gut, es ist nichts passiert. Und wieder rein. Ja. Low. Zu Water Facility müssen wir auch, ne? Ne, Woodcutter Camp, aber hier Water Facility. Ja, lass das als erstes machen, die ist hier direkt vor uns. Kommen sie überall runter. Habe ich die abgeholt? Okay, den Punkt haben wir schon mal. Hunt creatures at water facility. Kriegen wir. Steps gehört. Ich weiß nur nicht, ob er da reingerannt ist jetzt. Und dass die Steps waren, dass er ins. Da hätte man die Steps schon wirklich weit hören können. Ah, zwei sind hier schon drin. Da ist der letzte. Moment, war hier noch keiner drin? Lass mal gucken. Hast du mich erschrocken? Junge, das hat mich richtig verjagt, Dude. Ist die Luft rein? Du hast keinen Rucksack mitgehabt, nix. Damn, okay. Der ärgert sich jetzt, yo. Der hätte mich haben können. Der hätte auch besser die Shotgun nehmen sollen. Er hatte eine Shotgun. Die habe ich ja jetzt gegrabt. Mit der hätte zwei, drei Shotgun-Treffer gelandet, dann wäre ich auf jeden Fall auch RIP gewesen. Jo, den brauche ich. Ich glaube, der war gerade im Begriff, die Sache anzugehen, kann das sein? Man musste den Strom ausstellen, das heißt, man setzt da. Oh. Guck mal da! I see you! I can see you! Friendly, man. Friendly. You can't hide. Denk bestimmt jetzt, ich will ihn töten. Mit meinem Waffenwerk kann ich gar nichts machen. Ich kann zwar so tun, als wäre ich der krasse Dude, aber... I see you. You still see me? Yep, yep, yep. You are at the hill. Yeah. Well, I'm friendly. I got nothing.
I want to solve the puzzle thing. I'm inside the room, the blue thing. I see you. Hey. Yep, yep, yep. Please don't kill me. I come out and try to solve this. Not what you want, man. Okay. Ja, wir müssen jetzt vertrauen. Also ich habe keinen Waffenberg. Ich kann ihn nicht. Was soll ich machen? Ich habe nur diese komische Bimmelgun. Aber das war so lustig, wenn er da so und dann ist er da oben und verschafft sich noch Überblick. It's me. Yeah, no worries. Yeah, I solved the puzzle. Irgendwann geht das sure, aus. Aus. Ja, collect the puzzle. Upstairs. I wanted to quest. You can do it, man. Okay. I trust you. Ja, trust me. Ja, also mir kann man vertrauen. Sorry, aber... Aber es ist immer so. Muss ich mal hier kurz. Zack. Oh, it hurts. Do you know where this one picture is? Like, there's a picture and I have to look at it or something for a quest. What picture? It says find the SOS sign. Oh, you mean at the how can I say, at the beach? Yes, beach south or something? Yeah, yeah, I go with you. Wait. Okay, thanks. Ich muss sagen, schick das eigentlich mal rein. But first we loot. I got you. Yeah, yeah, go for the loot, I got you. Oh, wir nehmen den dicken Core. Heavy ammo, heavy penetration. Heavy penetration ist immer gut, richtig? Okay. Let's move. I show it to you. Yeah, please. Das weiß ich nämlich. Tatsächlich kann ich da trumpfen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das ist nämlich hier irgendwo. Ah, ja, fast am Ende. Hier. I think it's here. I think it's here. Look here. Oh yeah, thanks. That's it. Damn, nice. Cool. Thank you so much, man. You got an exit here? No, but I will go hunt some creatures. I still have to kill 3 at the water facility. Der hört sich deutsch an. So, I guess see you around or something. Yeah, I have to go to the exit. Ich trau mich immer nie. Ich meine, ich könnte ihn jetzt fragen, aber. Na, hier ist der Norweger. Hatte ich auch schon ganz oft.
Er hört sich super familiär und dann denkt man, das ist ein Deutscher und das ist doch ein Skandinavier. Die hören sich nämlich echt genauso an, wenn die, wenn die Englisch reden, also nicht alle, aber viele, habe ich schon festgestellt, die hören sich genauso an wie Deutsche. Also wenn die Englisch reden. Hier oben kann, glaube ich, auch eine geile Gun liegen. Das ist auf jeden Fall so. Das ist der Mate, ne? It's you? Hello? That's me killing me. Okay. Sorry. Ja, schon wieder, wir haben schon wieder neuer. Du, ich hab die ganze Paras in dem Game. Hier war irgendwo so eine Kiste hier oben. Ah. Naja, fette Ausbeute ist das jetzt nicht. Ich glaube, ich kann auch so ein richtig gutes Weapon Case sein. Das ist ein Zufall, glaube ich, dass so eine kleine Kiste hier ist. In der Beta war ja auch mal was Gutes. Ja, ich verschwinde. Okay, also wir haben jetzt was erledigt an Creatures Water Facility on White Sands. Die macht der jetzt gerade, na? Richtig? Ja. Ich will ihm die jetzt nicht wegnehmen. Und mein nächster ist Woodcutter Camp, da gehe ich nicht mehr hin. Und Swarm kriege ich irgendwie auch nicht hin. Ja, in 5 Minuten geht das Ding. Da wir versuchen rauszugehen. Friendly man, don't shoot. Yeah, it's me. Oh, it's still you. Yeah. Okay, I'm gonna run to the exit now, so. Yeah, me too. Solo ist eigentlich auch ganz cool, weil du kannst wirklich mit Leuten auch so ein bisschen Kontakt aufnehmen, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist... Like, can I go in yours? Yep. Oh, cool. It's Science Campus, my exit. Ja, yeah, same. Okay. I cannot do much in case we get attacked or something. I have 2 shotgun shells left. Yeah, I got only this shitty gun. Okay, but you have ammo, right? Yeah, enough. Okay, I trust you. I can throw grenades or something. Werkzeug. Copper wire, egal. Yep, it's like mine too. Nice. Okay, cool. Die Sache ist halt, Freunde, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt als Solospieler und da Spaß dran habt, dann würde ich möglichst schnell mit dem das Game installieren und damit das spielen. Weil ich glaube, es wird immer schwitziger werden. Wenn du das Game in 2 Jahren spielst, dann hast du wahrscheinlich weniger Begegnungen, die so freundlich sind wie jetzt. Also die Anfangszeit, dieses Game auszukosten, ist, glaube ich, auch die coolste Zeit. Ist doch immer so, richtig? Das haben wir doch aus Hand gelernt. Oh, das sieht immer so aus, als würde es mich direkt...
fette, fette Beute, fette Kasse gemacht. John Aiden. Der war gut drauf. Guter Mann. Ich muss auch sagen, ich finde, das Spiel macht auch Spaß, wenn man sich nicht über den Haufen schießt, sondern auch sich trifft und dann irgendwie zu zweit irgendwie rumstreunt und so. Keine Ahnung. Und dann wieder neue Leute trifft und so. Eigentlich wäre es mal cool, so alle Leute mitzunehmen, sodass man nachher so in so einer Traube von 5-6 Leuten rumrennt. Das wäre eigentlich voll cool. Ja, yo. Habe ich auch kurz gedacht, so im letzten Augenblick, ne? Er zieht die Waffe so und dann zack. Kannst du machen, theoretisch. Ist halt, um die Jugend von heute zu zitieren, ehrenlos. Aber kann man machen. Das wäre natürlich sehr, sehr ehrenlos. Ey, Pistole haben wir auch abgegrast. Okay. Ey, ist aber ein guter One. Das war nice. Wir gehen wieder so low rein. Jo, Aiden John. Ach, was, ich hätte dich niemals getötet. Nee, du bist auch ein korrekter Dude. Habe ich auch gedacht. Nee, wir haben nur gerade philosophiert. Man könnte theoretisch. Im letzten Augenblick könnte man jemanden halt einfach trotzdem töten. Und dann hat man das Loot. Wenn man dann schnell wieder rausgeht, ne? Ja, genau. Und dann kommt man dann nachher noch rein und sagt, yo, hab dich lange gemacht, Bro. Yo. Richtig lustig. Das wäre mal lustig, wenn man deswegen so einfach, also voll auf nett tun, am Ende dann trotzdem weg und dann kommst du dann noch in den Chat. Korrekt. Er sieht aus wie ein Alienwesen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Alien-Filme. Freunde des guten Geschmacks. Ich glaube, ich werde mich heute verabschieden. Ey, ist ein anderes Bild noch. Ich muss leider morgen früh raus. Deswegen kann ich nicht so lange zocken. Aber das Wochenende steht ja kurz bevor. Wieder nur noch 2 Tage. Vielleicht komme ich morgen auch wieder für ein bisschen Cycle. Und dann allerspätestens am Wochenende natürlich. Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ist ein cooles Game. Also wie gesagt, das ist ein Free-to-Play-Game auf Steam. Yo, Aiden John. Dankeschön. Jo. Wie ihr seht, kann man wie John coole Leute treffen in dem Game. Ist heute released worden. Free to play. Ladet euch das Spiel runter. Testet es selbst. Macht Spaß. Kann man, glaube ich, bis zu 3 Spieler auch spielen. Multiplayer habe ich jetzt noch nicht ausgecheckt. Werden wir in Zukunft noch machen. Und dann ran an die Buletten. Dankeschön, Dankeschön. Euch auch einen guten Abend. Bye-bye.